Willkommen bei Schlesien-Journal. Seit 10 Jahren gehört Polen zur EU. Deshalb zeigen wir heute 3 persönliche Geschichten von Menschen, für die der EU-Beitritt damals und heute immer noch eine besondere Bedeutung hat. Und wir fassen diese 10 Jahre in der EU aus der Sicht der deutschen Minderheit zusammen. Zuerst aber die Infos. Möchten Sie sich EU-geförderte Projekte und Investitionen in Ihrer Nähe ansehen? Die Tage der EU-Fördermittel machen es möglich. Gehen Sie auf die Internetseite www.10lat.vue.pl und wählen Sie Ihre Wojewodschaft. So erscheint eine Liste von EU-geförderten Projekten und Investitionen. Diese eröffnen Ihnen an diesen Tagen einen Einblick, der normalerweise verborgen bleibt. Die Tage der EU-Fördermittel finden bis zum 11. Mai statt. Sieht Brüssel die deutsche Minderheit und sieht die deutsche Minderheit Brüssel? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der nächsten Veranstaltung aus der Projektreihe Hausdonnerstage. Anlässlich der bevorstehenden Europawahlen in diesem Jahr lädt das Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit zu einer Diskussionsrunde ein. Als Gast wird der Sejm-Abgeordnete Ryszard Galla erwartet. Das Thema ist halt aktuell und die politischen Parteien bereiten sich ja jetzt zu den Wahlen vor. Und wir wollen uns halt die Frage stellen, ob es sich lohnt für kleine Organisationen wie zum Beispiel die deutsche Minderheit, um etwas zu kämpfen. Sollte die deutsche Minderheit einen Abgeordneten im Europäischen Parlament haben, damit sie eben in Europa auch sichtbar ist? Und über dieses und andere Fragen wollen wir eben während des Treffens diskutieren. Das Treffen findet am 15. Mai im Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit in Oppeln statt. Los geht es um 16 Uhr. Die Europäische Union scheint für viele ihrer Bewohner weit weg zu sein. Doch sie ist uns oft näher, als wir glauben. 3 Menschen aus unserer Region erzählen, welche Rolle die EU in ihrem Leben spielt. Rund 200 Schweine wühlen hier im Stroh. Vor 30 Jahren hat Bernhard Dempczak den Familienbetrieb in Friedersdorf übernommen. Der Hof ist ein Familienbetrieb. Es war ein kleines Familienbetrieb, hat sich doch ein bisschen vergrößert. Einige Maschinen sind neu und ich denke natürlich, man würde gerne noch den Hof vergrößern. Und das ist eben das größte Problem der schlesischen Bauern. Es ist einfach zu eng. Gibt es keine Möglichkeit oder sehr wenig Möglichkeit, Höfe zu vergrößern, Feld zu kaufen oder zu pachten. Die Landwirte Polens gelten oft als die Gewinner des EU-Beitritts. So haben sich seit 2004 die Exporte vervierfacht. In den vergangenen 10 Jahren seit dem EU-Beitritt hat sich für die Bauern viel verändert, weiß Bernhard Dempczak. Er ist Vorsitzender des Verbandes Schlesischer Bauern, dem etwa 1200 Betriebe angehören. Jetzt sind wirklich Fragen, Versicherungen, Verordnungen und sehr viele Fragen, die der Landwirt muss sich da anpassen. Die Ansprüche, Anforderungen von der EU sind groß, deswegen es gibt viel Bürokratie. Bernhard Dempczak verbringt oft selbst Zeit im Büro. Bevor er eines seiner Schweine verkauft, muss er seitenlange Formulare ausfüllen. In diesen ist ganz genau dokumentiert, was das Schwein gefressen hat oder welche Medikamente es bekommen hat. Um das Geschäft rentabler zu machen, würde Dempczak gern seinen Betrieb vergrößern. Doch dann müsste er Futter dazu kaufen. Und das sei bei den instabilen Preisen ein riskantes Geschäft. Ein Risiko ist 1996 auch Sigmund Dransfeld eingegangen. Er pachtete das Rittergut Sagrau mit 600 Hektar Land. Zwar hatte der gelernte Tischler aus Nordrhein-Westfalen schon in Deutschland ein landwirtschaftliches Gut geleitet, doch in Polen war alles ganz neu. Der EU-Beitritt Polens erleichterte dem Unternehmer vieles. Ja, eigentlich für diese Veränderung, die wir dann erspürten, war einfach die Sache, dass wir einfach mehr auf unseren Betrieb planen konnten. Wir waren hundertprozentig sicher, wir kriegen noch die Zuschüsse der Europäischen Union. Komplizierter war in Dransfelds Fall die Frage nach dem Eigentum. Als Bundesdeutscher musste er zusammen mit polnischen Unternehmern eine GmbH gründen. Nur 49% der Anteile durfte er selbst halten. Im Jahr 2003 konnte die GmbH das Rittergut endlich kaufen.
Doch dann musste Sigmund Dransfeld noch eine 5-jährige Spekulationsfrist überwinden, bis er endlich in das Schloss seines Rittergutes investieren durfte. Wenn wir die Fördermittel der Europäischen Union nicht hätten investieren können in diesem Schloss, um das wiederherzustellen oder so ganz rekonstruieren, hätte ich es nicht ausgebaut. Also ich hätte die Finger davon gelassen. Und durch die Fördergelder waren das für uns 1,9 Millionen Zloty. Waren die Perspektiven, sahen eben rosiger aus, dieses Haus ausbauen zu können und wieder zum alten Glanz zurückzubringen, den es mal zu deutschen Zeiten oder vor dem Zweiten Weltkrieg hatte. 7 Millionen kostete die Renovierung des Schlosses zum Hotel insgesamt. Nach Oppeln fährt Joanna Ziller nur noch gelegentlich. Vor 6 Monaten hat sie einen Job bei einem Unternehmen in Berlin gefunden. Die studierte Germanistin und Pädagogin hat sich entschlossen, nach Deutschland zu ziehen, um ihre Sprachkenntnisse aufzubessern und die deutsche Kultur besser kennenzulernen. Also ich glaube, dass es von Anfang an immer klar war, dass ich viel reise und viel unternehme und an einem Platz nicht so länger aushalte. Klar, sie vermissen mich, aber die Entfernung ist so klein, dass ich dann, wenn ich lange so Heimweh habe, kann ich jederzeit zu Oma auf einen Kaffee kommen oder die Mama schnell besuchen. Ans Kofferpacken hat sich Joanna Ziller mittlerweile gewöhnt. Die 26-Jährige ist eine von vielen jungen Menschen aus Polen, die in Deutschland arbeiten. Rund 184.000 Polen zogen 2012 nach Deutschland. Seit Jahren hält sich dieser Trend. Joanna Ziller glaubt nicht, dass ihr deutscher Pass ihr Vorteile bei der Jobsuche gebracht hat. Als ich zum Beispiel in einem deutschen Amt etwas erledigen musste, wurde ich nie danach gefragt, aus welchem konkreten Land ich komme. Es war nur halt gesagt, ist es die Europäische Union. Ich hatte keine Probleme, zum Beispiel in der Bank, in der Krankenversicherung oder wie gesagt in einem Amt. Wie lange sie in Berlin bleiben möchte, weiß sie noch nicht. Sie kann sich gut vorstellen, auch noch einmal ein anderes Land kennenzulernen. Innerhalb der EU ist das für sie kein Problem. Dies waren also die persönlichen Geschichten. Bevor die EU aber in unserem Alltag ankommt, müssen viele Entscheidungen von unterschiedlichen Institutionen getroffen werden. Wir haben Politiker der deutschen Minderheit gefragt, welche EU-Themen für sie wichtig sind. Z ostatniego okresu bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, czyli ta wspólna odpowiedzialność za to, co się w Europie dzieje. Tutaj może być tym przykładem Ukraina i sytuacja, która jest w tej chwili między Ukrainą a Rosją. Rzeczywiście tutaj powinniśmy w tym obszarze także budować pewną wspólną politykę, żeby na wypadek tak niebezpiecznych, trudnych sytuacji wiedzieć, jak się będzie Unia Europejska zachowywała. Man musste diese ganze Geschichte mit Fördergeldern zuerst lernen. Früher stellte man einen Antrag und bekam man entweder 100% oder nichts. Hier, seit der Vorbereitung zu EU-Beitrag Polens, müssen wir lernen, dass wir Probleme orten sollen, dass wir die Probleme beschreiben sollen, Projekte vorbereiten müssen und Eigenbeitrag sichern. Das war früher nicht und seit den 90er Jahren haben wir das schon bei uns. Das zwingt zu mehr Verantwortung von denen, die den Antrag stellen. Wir haben gedacht, dass ein Teil der Deutschstämmigen nutzt das aus, wer nach Westen fahren und wieder zurückkommt. Und im Endeffekt, leider, viele sind ausgereist und wenige zurückgekommen. Ich teile auch die Meinung, dass wir etwas europamüde sind oder europafremd sind, obwohl wir proeuropäisch wirken und sind, so im Allgemeinen. Aber wenn man so über europäische Themen denkt, da sind wir eher so fremd und das existiert nicht. Vor allem muss ich sagen, wir haben nur einen Europaabgeordneten in der Woiwodschaft Oppeln und sie kann auch nicht alles schaffen. Diese Abgeordnete. Und wir müssen mehr über Themen, die europabezogen sind, sprechen.
Und da ist eben auch die Minderheit auch nicht besser, weil wir nicht diese Thematik selber ergreifen. Mehr Europa ist also gefragt. Und bald hat jeder von uns die Möglichkeit, mitzuentscheiden. Vom 22. bis zum 25. Mai findet die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Angehörige der deutschen Minderheit dürfen sowohl in Polen als auch in Deutschland wählen. Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.wahlen2014.eu. Und das ist schon alles für heute. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Bis dahin also, auf Wiedersehen.